That's how the light gets in. Zeige deine Wunde. Joseph Beuys hat es in seiner berühmten Installation Leonard Cohen in einem Song zum Ausdruck gebracht. In allem gibt es einen Riss, einen Schmerz, eine Wunde. Durch diesen Riss scheint ein Licht. Das ist ja eigentlich eine sehr tiefe Wahrheit. Das ist eine tiefe Wahrheit. Und die Wunde ist ja immer ambivalent. Auf der einen Seite ist sie eine Verletzung, ein Unterbrechen, ein Zerstören von Bestehendem, unter Umständen sogar von Heilem. Die Wunde wird ja häufig als eine Verwundung auch gesehen. Und zum anderen ist hier auch praktisch der Aufbruch, also buchstäblich der Aufriss oder auch der Aufbruch, die Möglichkeit in etwas völlig Neues. Das heißt, dieses Verletzte ist unter Umständen oder sogar in der Regel der Ausgangspunkt für eine Initiation. Forget your perfect offering. There is a crack. Für Montaigne kann der Schmerz auch sein Gutes haben. Für Meister Eckhart ist er das schnellste Pferd zu Gott. Ohne Kreuz keine Auferstehung. Zeige deine Wunde bedeutet, sich zu befreien von dem ganzen alten Selbstbetrug, der ja zu einem Selbstbetrug geworden ist, dadurch, dass man einfach immer meinte, es geht so weiter wie bisher. Ne? Der Kapitalismus sei sozusagen das Ziel aller Träume. Ne? Dass er Wunden geschlagen hat, weltweit, und im Zeitalter der Globalisierung eigentlich die gesamte Welt verwundet. Das wird ja jetzt allmählich überhaupt erst bewusst. Den Preis, den wir für Wohlstand und Wachstum, dazu gehören auch Waffenlieferungen, zahlen, ist nicht mehr zu übersehen in der Umwelt, der Gesellschaft und bei uns selbst. Unser Zeitalter ist ja ein auslaufendes, im Abendland. Die Sonne ist versunken, ne? Die damals in Griechenland ja aufgegangen ist. Ne? Europa. Die Frage ist jetzt, dass diese Verkrustung, dieses eingefahrene System, dieses Systemdenken aufgebrochen werden muss und also verwundet werden muss, zutiefst. Denn es ist ja schließlich auch das, was uns immer mehr daran hindert, auf uns selber zu kommen. Es ist eine Technik, die uns an uns selber hindert und das im Angebot des Wohlstands, des Konsums. Und dadurch wird ja unsere Produktivkraft, unsere Ich-Kraft immer mehr zugedeckt und man könnte auch sagen eingeschläfert. Das Zeitalter des Bewusstseins ist gleichzeitig auch das Zeitalter der Betäubung. Sokrates hat die Athener Bürger immer ermahnt, sich nicht von ihrem Wohlstand betäuben zu lassen, sondern sich auch um ihre Seele zu kümmern. Selbsterkenntnis war für ihn zuallererst: Erkenne deine Wunde. Die Unfähigkeit, mit dem Phänomen dieser Flüchtlinge zu agieren, wo man plötzlich merkt, diese ganzen äußeren Techniken, die funktionieren alle nicht mehr. Jetzt muss man ja eigentlich etwas Neues finden. Zeige deine Wunde heißt, ich weiß es zwar noch nicht, ich kann es auch nicht, aber ich will es. Und siehe da, in dieser Wunde begegnen sich die Menschen plötzlich. Beuys war mit seinen Aktionen Sokrates sehr nah. Jeder Mensch ist ein Künstler, ein Philosoph, wenn er aus seinem Leben ein Kunstwerk macht. Das heißt, sein Nichtwissen annimmt und seine Wunde zeigt. Das Zeitalter der Technik ist vorbei. Das ist zu Ende. Jetzt beginnt das Zeitalter der Kunst.